Und am Wort nun David Stöckmüller von den Grünen Oberösterreich. Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, uns freut es ganz besonders, wenn der grüne Entschließungsantrag dazu mal vom Nationalrat auch endlich bei den Universitäten und Fachhochschulen ankommt. Ist dazumals beschlossen worden von der SPÖ, Grünen und von der FPÖ. Die ÖVP hat dazumals nicht zugestimmt, soll dem Wahlkampf geschuldet sein. Hauptsache es kommt an bei den Universitäten, das ist das Wichtigste. Und es ist auch wirklich erfreulich, wenn auf grünen Nachdruck neue Stellen für Professorinnen geschaffen werden und für mehr Geld für die Unis und für die FHs bis zu Geld für die Einrichtung von akademischen Startups investiert wird. Das ist, glaube ich, sehr erfreulich und soll uns alle motivieren, dass es wirklich hier auch weitere Schritte für die Universitäten gibt. Dieser Erfolg wird jedoch überschattet, dass nach wie vor längerfristige Absicherung für den tertiären Sektor fehlt. Das Versprechen ist eigentlich ganz einfach erklärt. 2% werden seit Ewigkeiten und immer wieder versprochen, aber die längerfristige Absicherung hinaus nach diesem Entschließungsantrag für den tertiären Bildungsbereich ist noch nicht abgesichert. Wir bilden hierbei das beschämende Schlusslicht, denn das Resultat einer chronischen Unterfinanzierung des Hochschulsektors sind schlechte Studienbedingungen, Betreuungsverhältnisse, daraus resultiert wiederum viele Langzeitstudierende und wenigere Abschlüsse, ergo eine niedrige Akademikerinnenquote. Aber lassen Sie mich auch ein bisschen Licht in das Ganze bringen. Wie stehen wir im internationalen Vergleich da? Da kommen wir genau zu einem wunden Punkt. Akademikerinnenquote zurzeit liegt Österreich im einsamen Schlussbereich, wirklich am Schluss unten. Unglaubliche 15,8% der 25- bis 64-Jährigen verfügen über einen richtigen Hochschulabschluss. Ich meine jetzt nicht die was eine höhere Schule gemacht haben, also eine höhere Schule absolviert haben, sondern einen Bachelor haben, Doktor, Magister, Master und so weiter. Und mit einer kleinen Recherche lässt sich auch relativ schnell herausfinden, dass der OECD-Schnitt bei 29% liegt. Österreich 15,8, OECD 29%. Und ich frage mich hier auch ernsthaft, wo sind die entsprechenden Maßnahmen, Herr Fassmann? Gerade auch was die so geringe soziale Durchlässigkeit an den Hochschulen angeht. Ein andauerndes und bekanntes Problem sind auch die Arbeitsverhältnisse von jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im Wissenschaftsbereich. Ein Problem. Und betrachtet man auch die Anzahl der Studienanfängerinnen in Österreich, so zeichnet sich ein ähnlich düsteres Bild. Da liegen wir unterhalb des OECD-Schnittes, der liegt bei 61% in Österreich, bei 57% eines Jahrganges. Und als Vertreterin der jüngeren Generation hoffe ich hier inständig auf eine Kehrtwende. Und wenn schon über die Leistungsvereinbarungsverhandlungen gesprochen wird, dann soll nicht nur lang und breit darüber geredet werden, sondern dieses Tool auch als wirkliches Steuerungsmittel eingesetzt werden. Es geht darum, ganz klare gesellschaftliche und bildungspolitische Ziele zu definieren, die in den Vereinbarungen fixiert werden und dann auch dementsprechende Maßnahmen zur Umsetzung in Angriff zu nehmen. Ganz massiv fehlt es an finanziellen Mitteln, zum Beispiel zur Förderung der internationalen Sichtbarkeit unserer Universitäten, zum Beispiel bei der Grundlagenforschung, ist schon angesprochen, oder bei der Gender- und Diversity-Maßnahmen sowie für die wissenschaftliche Infrastruktur. Nicht weniger wichtig ist es, dass eine umfassend den Prozess begleitende Evaluierung es braucht. Es muss auch überprüft werden, ob die Ziele, die man bei der Leistungsvereinbarung abgeschlossen haben, beschlossen wurden, auch wirklich umgesetzt werden. Von grüner Seite fordern wir auch eine längere finanzielle Absicherung des Hochschulzugangs. Wir brauchen in Österreich eine bedarfsorientierte Finanzierung des Hochschulfinanzierung anstelle einer kapazitätsorientierten Studienplatzfinanzierung. Also Herr Minister, es hilft niemandem, wenn wir uns in einer Symbolpolitik verlieren, wo im Endeffekt unsere Studentinnen und Studenten auf der Strecke bleiben. Denn die Wichtigkeit dieses Themas möchte ich auch nochmal unterstreichen, indem auf die gesellschaftlichen Auswirkungen eine hohe Akademikerinnenquote eingehe. Ich denke, jeder von uns ist sich eigentlich einig, je besser unsere Gesellschaft ausgebildet ist, desto gesünder ist sie, desto gefestigt ist unsere Demokratie und der Rechtsstaat, davon profitieren wir alle. Dieser Mechanismus ist klar, dieser Mechanismus können wir seit Jahren beobachten und in genau diesem Mechanismus greift das bildungsfeindliche Block dieser Regierung auch ein, indem er unsere motivierten Studenten noch zusätzlich finanzielle Belastungen durch Studiengebühren aufs Auge drücken will. Ich zähle also eins und eins zusammen, auf einem im EU-Vergleich beschämend niedrigen Akademikerinnenquote und auf eine niedrige Anzahl an Studienanfängerinnen regiert die Regierung mit sozialer Selektion und man hört da schon, dass es dann erst bald kommen soll, indem eine höhere Ausbildung nur durch dementsprechende finanzielle Ressource erlangt werden kann. Herr Minister, Sie werden damit eine der größten Errungenschaften zerstören, den freien Hochschulzugang.
Ich glaube, es wäre ganz was anderes notwendig. Sichern wir die Hochschulfinanzierung, gezielte Studienwahl statt Zugangsbeschränkungen, erhöhen wir die soziale Durchlässigkeit auf den Universitäten, verbessern wir die Studienbedingungen, fördern wir den wissenschaftlichen Nachwuchs und schaffen wir Bewusstsein für die Wichtigkeit von Grundlagenforschung. Das wäre notwendig in Österreich. Danke. David Stück-Müller von den Grünen Oberösterreich warnt vor einem Ende des freien Hochschulzugangs.